Die Selbstdarstellung muss halt stimmen bis zum Schluss. Doch auch vorher lassen die Politiker keine Gelegenheit aus für ein gutes Bild. Da den Großen der Welt die Jugend besonders am Herzen liegt, zeigen sie das auch gerne, indem sie die zukunftsträchtigen jungen Leute an ihr Herz drücken, vor allem wenn Fotografen in der Nähe sind. Isaiah Junge aus Tansania ist so ein Junge, der während des G8-Gipfels in Heiligendamm in die Arme von Bush und Blair geriet und für einen kurzen Augenblick weltbekannt wurde. Mein Kollege Christoph Lepple fragte sich, wer ist dieser Junge? Wie hat er, der erste afrikanische Jugendliche auf einem G8-Gipfel, diese mediale Vereinnahmung erlebt? Und welche Zukunft hat er in einem der ärmsten Länder der Welt? Solche Fragen lassen sich nur vor Ort klären. Und deshalb ist Christoph Lepple nach Tansania gefahren und hat Isaiah Junge besucht. Diesen Weg geht Isaiah Junge jeden Morgen. Der 17-Jährige aus Tansania holt Wasser für den Tag. Wasser ist überlebenswichtig. Das war vor den Bildern so, die ihn berühmt gemacht haben, und ist auch noch heute so. George W. Bush hin, G8-Gipfel im fernen Deutschland her. Isaias Haus hat weder fließend Wasser noch Strom. Es ist so im Vorort Isamilo in Mwanza am Viktoriasee. Man ist hier arm, aber stolz. Stolz auf einen Jungen aus der Nachbarschaft, der mit dem mächtigsten Mann der Welt gesprochen hat, dem erzählt hat, wie das Leben in Afrika wirklich ist und worauf es ankommt. Wir leben in Afrika. Wir haben eine besondere Verantwortung, unserem Nachbarn zu helfen, der in Not ist, damit er überleben kann. Das ist unsere Mentalität. Was nützen uns Autos, tolle Häuser? Unsere wichtigste menschliche Errungenschaft ist doch, dass derjenige, der etwas hat, dem anderen etwas abgibt, dass man andere Menschen glücklich macht. Darauf kommt es doch an. Auch diese Bilder sind nicht gestellt. Isaiah betreut seit Jahren Straßenkinder in seiner Stadt, freiwillig, ohne zu fragen, was es dafür extra gibt. Jeden Sonntag macht er sich auf zur lokalen Radiostation Passion FM. Dann heißt es für eine Stunde. Isaiah on Air. Frank und frei wird über alles geredet, was im Alltag passiert. Schule, Eltern, Freunde, Krankheiten. Es geht auch um Ärger, Aids und Armut. Und doch ist seit dem Tag mit Bush etwas anders. Für die deutschen Fernsehleute gibt es We Are the World. When the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. In solchen Momenten ist Isaiah selbst stolz. Seine Botschaft ist einfach. Vergesst uns nicht, wir gehören zu euch. Afrika braucht eine Zukunft. Heiligendamm hat ihn also doch verändert, als er im Juli die Chance bekam, nach Deutschland zu fahren. UNICEF hatte ihn als Botschafter Afrikas nominiert. 2 Tage bevor ich nach Deutschland fuhr, wurde mir bewusst, es ist kein Traum. Ich fahre. Doch es kommt noch viel besser. Er wird als erster afrikanischer Jugendlicher ausgewählt, im Herzen der Konferenz zu sprechen. Vor Bush, Putin und Merkel. Seine Knie sind weich, das Herz klopft. Er ist bei den ganz Großen. Isaiah aus Mwanza, Tansania. Und der amerikanische Präsident. Es geht um AIDS, Malaria und wie man helfen kann. Der Mann aus Washington erklärt: Ich bin fest davon überzeugt, wer viel hat, der kann viel geben. Das tun wir auch. Isaiah nimmt allen Mut zusammen und spricht Bush nach den offiziellen Reden direkt an. Ich fragte ihn, wie sicher ist er denn, dass die Hilfe für Afrika ankommt? Er antwortete mir, vertrau mir, das Geld wird ausgegeben wie geplant. Da bin ich sicher. Unsere Frage ein halbes Jahr danach, traut er Bush wirklich? Ja, ich traue ihm aus einem einzigen Grund. Er scheint sich für unsere Probleme zu interessieren. Es scheint, er möchte Lösungen für Kinder und Jugendliche in unseren Ländern finden. Ich traue ihm. Wenige Sekunden später entdeckt Bush zielsicher die Fotografen. Er schnappt sich instinktiv den Jungen. Dieses Bild geht um die Welt. Der Präsident und der Junge aus Tansania.
Zum Abschied fragt der mächtige Mann aus Washington, was Isaias Vater von Beruf sei. Er antwortet, Fahrer. Na, scherzt Bush, wenn er denselben Job mache, könne er ihn später in Afrika herumfahren. Isaiah hat andere Pläne. Fahrer will er nicht werden, er möchte studieren. Der 17-Jährige ist rastlos unterwegs, ob mit seinen Straßenkindern oder hier in einer Krankenstation. Isaiah kann sich vorstellen, Sozialarbeiter zu werden, vielleicht sogar Politiker. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich meinem Land helfen muss, um die Situation zu ändern. Was ist für Sie das Gesicht des Bösen 2007? Können Sie Ihre Gedanken malen, zeichnen oder in Worte fassen? Fragt das Überseemuseum in Bremen, das ab morgen eine Ausstellung über das Böse.